umsonst sollten wir gehen. Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich heilen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Hallo, da sind wir wieder online aus der FEG Wülfrath. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carola Krämer. Marvin Meuer und seine Band machen die Musik und Alfred Meinberger wird heute predigen. Im wöchentlichen Wechsel gestalten wir Online- und Präsenzgottesdienste. Präsenzgottesdienst, das Wort kannte ich bis vor ein paar Wochen noch gar nicht. Ein Präsenzgottesdienst ist, ja, wenn man dabei ist, wenn man anwesend ist im Gottesdienst, körperlich und geistig, dann sind wir da, dann machen wir mit, wir sind zusammen. Wir können miteinander gerade nicht singen, aber miteinander beten. Wie ist das online für euch? Seid ihr anwesend? Seid ihr dabei? Es ist ja oft so, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, man sitzt wie ein Zuschauer davor. Es ist nicht immer so ganz einfach und eher so wie Fernsehen oder Kino. Schaut ihr euch diesen Gottesdienst an oder feiert ihr ihn mit uns? Das wünsche ich mir so für euch heute Morgen, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst hier feiern könnt, dass ihr nicht nur Zuschauer seid. Ich wünsche euch, dass ihr dabei seid und dass wir auf diese Weise Gott feiern können, Gott loben können, ihn preisen können, ja, dass wir ihn heute Morgen hier erleben. Denn Gott ist präsent, er ist da, er ist immer da. Auch hier im Gemeindehaus, bei euch zu Hause, im Wohnzimmer, in der Küche, wo ihr gerade sitzt, vielleicht auch im Arbeitszimmer. Er ist da und Gott macht keinen Unterschied, ob ihr im Online-Gottesdienst seid oder auch im Präsenz-Gottesdienst. Er ist anwesend. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen unseres Gottes, unseres Vaters, im Namen Jesu und im Namen des Heiligen Geistes. Ich möchte beten. Danke, Vater im Himmel, dass du anwesend bist, auch im Online-Gottesdienst. Du bist da, du siehst uns, jeden zu Hause, wo er weiß, wo er sitzt. Du weißt, was wir brauchen in diesen veränderten Zeiten. Sprich du zu uns durch dein Wort, begegne uns neu. Wir wollen auf dich hören und dir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Und dass du uns auch durch diese seltsame Zeit trägst. Segne und bewahre uns. Amen. Ja, ich möchte euch auch bitten, auch jetzt zu Hause mitzusingen. Macht mit. Es ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man so vor dem PC oder vor dem Handy steht und singt. Aber macht es einfach, versucht es, seid dabei, seid präsent. Denn wo ich auch stehe,
du bist schon da. Wir singen. Auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinaus. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem lieb. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf. Und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. In der Predigt geht es heute um uns, darum, wer wir sind. Da kann man doch im Internet einen Test machen, 50 Fragen, um rauszufinden, wer wir sind. Wer bin ich? Was ist meine größte Stärke? Was bringt mich besonders auf die Palme? Wie wichtig ist mir die Meinung anderer? Höre ich eher auf meinen Kopf oder auf meinen Bauch? Was würde ich sofort auf der Welt ändern, wenn ich könnte? Worüber unterhalte ich mich gerne? Was weckt meine Begeisterung? Wenn ich diese und noch viele andere Fragen ehrlich beantworte, dann weiß ich, wer ich bin. Oder? Was sagt Jesus dazu? Wer sind wir? Wer sind wir durch ihn? Darauf wird Alfred uns gleich eine Antwort geben. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Ostern, der Tag Christi Himmelfahrt und das Pfingstfest waren dieses Jahr so ganz anders als sonst. Man durfte sich nicht als Gemeinde treffen, man durfte sich nicht umarmen, man durfte nicht mit anderen singen. Es war komisch. Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Alles? Zum Glück nicht alles. Jesus, unser Herr, ist derselbe geblieben. Wir sind dieselben geblieben. Moment, stimmt das? Dieselben geblieben? Unser Leben,
unser Glauben, unser Denken ist doch immer in Bewegung. Wir bleiben nie dieselben. Und das ist auch gut so. Und die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen, die bleiben auch nicht dieselben. Viele Christen denken ja, der ist so verschlossen für Jesus, der ändert sich nie. Falsch. Menschen ändern sich täglich. Sie ändern ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Verhalten, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so ins Wanken gerät. Aber in welche Richtung ändern sie sich? Corona hat viele Nöte und Sorgen in die Welt gebracht. Gesundheitliche, seelische, wirtschaftliche. Glauben wir, Gott hat das übersehen? Nein. Gott hat es zugelassen, um uns und die Menschen, anderen Menschen auf die Probe zu stellen. Aber wie gehen wir damit um? Du kannst nörgeln, allein oder mit anderen. Oder du kannst um 19.30 Uhr deinem Nachbarn sagen, oh, die Glocken läuten, das finde ich gut. Das erinnert mich dran, zu beten, alle meine Sorgen und Fragen zu Jesus zu bringen. Ich würde gerne wissen, wer von euch schon mal dieses Glockenläuten, das ja jeden Abend zur gleichen Zeit einsetzt, dazu verwendet hat, andere über seinen Glauben anzusprechen. Ich durfte das tatsächlich einmal tun. Ich war auf dem Nachhauseweg in Velbert von der Sparkasse und dann war von der Christuskirche her dieses Glockenläuten so laut in der Fußgängerzone, dass ich kaum hörte, wie ein gerade pensionierter Kollege mich von hinten ansprach. Und da habe ich ihm gesagt, wie gut ich dieses Glockenläuten finde und warum. Corona, Jesus bleibt derselbe. Wir nicht. Klar, wir leiden unter den Einschränkungen. Meine Frau wurde, manche wissen das, im Mai am Rücken operiert und ich durfte sie in der Klinik überhaupt nicht besuchen. Das hat schon wehgetan. Und ich bin sicher, du hast in den letzten Wochen und Monaten Ähnliches erlebt. Wir könnten jetzt, wenn wir zusammensäßen und wenn wir uns eine Stunde Zeit nehmen würden, locker diese Zeit füllen, um uns darüber auszutauschen. Also, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. In ihm haben wir einen festen Anker unserer Seele. Und mir hat es gut getan, gerade in dieser Zeit, mich mit einem Text auseinanderzusetzen, der am Ende des Lukas-Evangeliums steht, Lukas 24, ab Vers 44. Dieser Text handelt von dem, den nichts aus der Ruhe bringen kann, der sich nicht verändert, Jesus, und was er uns über uns selber zeigt. Ich lese einmal diesen Text in einer etwas anderen Version und gebe euch kurz Zeit, wenn ihr jetzt zum Bücherbord gehen wollt, holt doch die Bibel, dann könnt ihr mit drauf gucken. Die letzten Sätze des Lukas-Evangeliums, Lukas Kapitel 24, ab Vers 44. Und Jesus sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Völkern, angefangen in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel
und priesen Gott. Darüber möchte ich heute sprechen, wer wir durch Jesus sind. Jesus zeigt es uns hier. Erstens, wir sind Eingeweihte. Zweitens, wir sind Erlöste. Drittens, wir sind Beschenkte. Viertens, wir sind Gesegnete. Fünftens, wir sind voller Freude. Und sechstens, wir sind eine Gemeinschaft voller Lob und Dank. Boah, sagst du jetzt, so viele Gedanken, wo hast du die alle her? Hier drin, in den Versen, die ich gerade gelesen habe, da findest du es. Ich zeige dir mal wie. Erstens, wir sind Eingeweihte. Und Jesus sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch redete und so weiter. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Ob du lange Texte in der Bibel liest oder kurze, ob du es alleine tust oder mit anderen, ob du es oft tust oder selten, du bist eingeweiht in das, was Jesus meint, was Jesus getan hat, was Jesus dir bedeutet. Du bist eingeweiht, wenn du nur Jesus hast. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der den Heiligen Geist nicht hat, der kann tausendmal die Bibel lesen. Er versteht nichts. Denn der entscheidende Satz, wir haben ihn gerade gehört, Jesus öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Es kann sein, dass du manchmal so viel Arbeit hast, dass du tagelang oder eine Woche oder zwei gar nicht dazu gekommen bist, in der Bibel zu lesen. Ich habe das schon erlebt. Und dann schlägst du sie irgendwann auf und wow, der erste Satz, den du liest, der haut dich um. Du begreifst auf einmal, da ist Jesus und er sagt dir etwas. Denn Jesus ist ja kein Buchhalter, der sagt, was, du hast eine Woche keine Bibel gelesen? Da musst du dir aber erst mal erarbeiten, bis ich dir wieder was klar machen kann. Sondern Jesus kennt dich ja durch und durch. Er kennt deine Situation völlig. Und du hast es wahrscheinlich auch schon öfter erlebt, wenn du die Bibel geöffnet hast. Paulus hat einmal gesagt, die Unedlen, die Einfältigen, die nichts können, die hat Gott erwählt, dass sie seine Geheimnisse verstehen und seine Wunder erleben. Es liegt also nicht daran, dass du ein doller Hecht bist oder dass ich ein doller Hecht bin, dass wir es verstehen, sondern einfach, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns so lieb hat. Und wenn du sagst, boah, wie gern würde ich das auch mal erleben, was du da erzählst, aber ich habe es noch nie erlebt. Für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Ich verstehe es einfach nicht. Worum geht's da? Was soll das alles? Jesus will nicht, dass es dabei bleibt. Er liebt dich. Er will, dass du verstehst, was das Wichtige ist, was er dir geschenkt hat, was er dir schenken will. Dann sprich doch mit einem von uns, ruf einen an, maile einem von uns und sag, hey, ich will das besser verstehen, ich will eingeweiht sein. Hilf mir doch dabei. Zweitens, wir sind Erlöste. Und das steht da, Jesus sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen muss Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Völkern, angefangen in Jerusalem. Im Namen von Jesus wird verkündet, Buße und Vergebung der Sünde. Manche denken jetzt, ja, das kenne ich schon, langweilig. Genau das Gegenteil ist wahr. Das ist die Bombe. Buße, Vergebung der Sünden. Wenn du wie ich aus dem Katholischen kommst, verbindest du mit Buße ein still gemurmeltes Gebet in einem dunklen Winkel einer muffigen Kathedrale. Das wäre wirklich langweilig. Buße ist in Wirklichkeit viel, viel mehr. Es ist Bombe. Auf Griechisch bedeutet Buße Metanoia, also neu denken, neu handeln, neu werden, eine völlig neue Richtung einschlagen. Da ist doch Abenteuer drin. Wer wünscht sich nicht insgeheim,
dass es bei ihm mal so wäre, dass sein Leben nicht immer nur in langweiligen Bahnen dahinginge, auch in verstrickten Bahnen, in unfreien Bahnen, in schuldigen Bahnen. Neu denken, neu werden, keine langweilige Übung, Aufbruch aus dem Sumpf, Ausbruch aus einer verzweifelten Lage, wenn du keine Hoffnung mehr siehst, wenn andere über dich sagen, ach, mit dem wird's nicht mehr. Wenn du vielleicht selber so denkst über dich, mit mir wird's nichts mehr. Das hat keinen Zweck. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Dann ist Buße, Umkehr das Codewort von einem, der noch an dich glaubt, der dich bedingungslos liebt, egal was war, der dich anlächelt und sagt, mit mir beginnt etwas Neues. Mit mir kannst du es wagen. Mit mir schaffst du es. Mit mir, mit Jesus. Denn das ist das zweite Codewort. Vergebung der Sünden. Das ist die zweite Bombe. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das ist, wenn du gerade gestorben bist? Und du stehst in einer langen Reihe mit anderen vor Gott? Und du hattest Jesus angenommen, du hast ihn im Herzen, du hast ihn lieb, du hast ihm dein Leben anvertraut, dann wird dich Gott durchwinken und sagen, noch einer ohne Schuld. Und den hinter dir wird er auch durchwinken, wird sagen, noch einer ohne Schuld und eine Frau, noch eine ohne Schuld. Alle dürfen weiter. Alle gehen in den Himmel, die Jesus haben. Nicht, weil sie besser gelebt haben als andere, weil sie besser waren, sondern weil Jesus ihre ganze Schuld getragen hat, dafür gebüßt hat auf Golgatha. Die ist weg, die Schuld. Die ist getragen, die ist weg, die ist ausradiert. Danke, Jesus, ich bin's nicht wert, diese große Liebe für mich. Aber du liebst mich so sehr, dass du für mich an diesem Kreuz warst. Und dass du meine Schuld getragen hast, danke. Wir sind Erlöste. Und drittens, wir sind Beschenkte. Vers 49. Und siehe, sagt Jesus, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Sie wussten nicht, was da kommen würde. Kraft aus der Höhe? Bitte, Jesus, worauf sollen wir noch mal warten? Mir kam so ein Bild in den Kopf, als ich den Vers gelesen habe. Wie Kinder in einem Zimmer warten am Heiligen Abend auf die Bescherung. Sie wissen, die Kinder wissen, da wird es Geschenke geben. Und sie sind aufgeregt. Welche Geschenke wissen sie noch nicht, wenn sie nicht schon in den Geheimverstecken der Eltern gestöbert haben. Aber es wird Geschenke geben, das wissen sie. Würden diese Kinder jetzt das Haus verlassen? Würden sie nölen, oh, ich will zu meinem Freund auf den Spielplatz? Nein, würden sie nicht. Sie würden brav sitzen und warten auf die Geschenke. Auch das ist unsere Situation mit Jesus. Beschenkt sind wir schon, aber noch nicht vollkommen. Auf das größte Geschenk, die Erlösung im Himmel, warten wir noch. Wie wird das sein? Genau wie die Kinder, die auf die Bescherung warten, wissen wir es ja nicht genau. Ein Liederdichter hat einmal geschrieben, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Ich fand das toll beschrieben. Genau so ist es. Wenn wir nur auf unsere jetzige Situation sehen, auf unseren Alltag, auf die Not, auf die Armseligkeit, wie wir manchmal unseren Alltag gestalten, dann strahlen wir nicht. Können wir ein bisschen mehr wie die Kinder am Heiligabend sein, in Erwartung der Bescherung? Denn wir sind Beschenkte. Und viertens, wir sind Gesegnete. Verse 50 bis 51. Jesus führte sie bis Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel.
Das ist der Schlüsselvers für unseren heutigen Text. Es ist eigentlich der Schlüsselvers für unser ganzes Leben. Die Freunde von Jesus wissen und haben erlebt, Jesus hat uns verlassen. Er hat uns zurückgelassen, allein gelassen mit allem Mist, Corona und wie das alles heißt, mit dem wir uns jeden Tag rumschlagen. Jesus hat uns verlassen. Hier steht's. Er schied von ihnen. Dieses Jahr an Himmelfahrtstag habe ich die Verse gelesen und auch diesen Vers. Und ich kannte den schon, ihr kennt den auch. Aber plötzlich habe ich was entdeckt, was ich sonst immer überlesen habe. Ich wusste, dass Jesus sie am Ende gesegnet hat. Aber hier steht, während er sie segnete, schied er von ihnen. Das hat mich umgehauen. Ich habe auf einmal gesehen, was das bedeutet hat. Jesus breitet die Hände segnend über seine Freunde aus. Segen bedeutet gutes Sagen, gutes Wünschen, gutes Tun, gutes Weitergeben. Jesus hält diese segnenden Hände über sie und er verlässt sie. Aber beim Verlassen nimmt er die Hände nicht weg. Die Geste bleibt. Der Segen bleibt. Jesu Hände bleiben segnend über ihnen und über uns. Heinrich Heine, ihr kennt ihn alle, zumindest aus dem Deutschunterricht. Er hat seine Gesundheit selbst verschuldet ruiniert. Und eines Tages besuchte er den Louvre in Paris. Vor der berühmten Statue der Venus von Milo blieb er stehen. Die Venus hatte keine Arme. Verzweifelt saß der Dichter vor ihr und dachte über sein Leben nach. Später schrieb er seine Gedanken auf von dieser Situation. Er schrieb: Dort lag ich eine lange Zeit und weinte leidenschaftlich. Die Göttin blickte auf mich herab, aber sie war machtlos, mich zu trösten. Es war, als wollte sie sagen: Siehst du denn nicht, dass ich keine Arme und Hände habe und dir deshalb nicht helfen kann? Bei Jesus ist es anders. Jesus lebt. Er hält seine Hände immer noch segnend über uns. Derselbe Jesus, der an anderer Stelle sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Ereignis Christi Himmelfahrt ist lange vorbei. Aber Jesu Hände sind immer noch segnend über uns ausgebreitet. Ist das nicht wunderbar? Es hat mich froh gemacht und enorm getröstet. Wir sind Gesegnete. Und fünftens, wir sind voller Freude. Und sie warfen sich vor Jesus nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Diese Aussage hat mich stutzig gemacht. Beim Abschied nehmen, Freude? Also ich kenne das anders. Wenn man von einem lieben Menschen Abschied nimmt, ist man traurig. Dann fließen Tränen der Trauer und nicht Tränen der Freude. Ich würde einen der Jünger gerne hier haben und mal rütteln und sagen: Jesus lässt dich hier zurück und du lachst, hüpfst und freust dich. Was ist los mit dir? Du bist vielleicht merkwürdig. Aber so ist das nicht nur mit denen damals, mit uns Christen ist es auch so. Wir sind schon merkwürdige Leute. Bei allem Chaos, bei allen Sorgen, bei allen ungelösten Problemen können wir doch große Freude haben wegen Jesus. Die Freunde von Jesus freuen sich ja nicht darüber, dass Jesus jetzt weg ist und sie zurückgelassen hat, sondern sie sind so erfüllt. Sie haben vor Augen, was sie gerade mit Jesus erlebt haben. Sie haben vor Augen und es erfüllt sie: Wir sind Eingeweihte, wir sind Erlöste, wir werden bald beschenkt mit Kraft aus der Höhe. Wir haben jetzt Jesus erlebt und er hat uns beschenkt. Das haben sie gerade erlebt und das macht die Freude aus. Wie ist das heute mit dir? Jetzt ist Gottesdienst, du hörst eine Predigt an. Aber auf Knopfdruck kannst du mich wegdrücken.
Aber du kannst jetzt nicht auf Knopfdruck die Freude herdrücken. Das geht nicht. Die Freude hängt mit Jesus zusammen. Und wenn sie dir gerade fehlt, das kann sein. Ich habe auch solche Phasen. Dann sage ich dir und mir, ändere deinen Blick weg von dem, was dich traurig macht, auf Jesus, was er an dir und in dir getan hat, was er dir versprochen hat zu tun. Danke ihm dafür. Richte dich neu aus auf Jesus. Es ist nämlich Jesus, der die Freude in dir anzündet. Wie man mit einem Streichholz ein schönes Grillfeuer anzündet. Ich meine, das machst du vielleicht auch jetzt im Sommer öfter, ein Grillfeuer anzünden. Vielleicht hast du schon erlebt, dass das nicht hingehauen hat, weil das, was du anzünden wolltest, so feucht war. Du hast nicht bedacht, es schön trocken zu halten. Es war feucht, es hat drauf geregnet. Und dann kannst du so viel Streichhölzer anzünden, wie wild. Da kommt kein richtiges schönes Feuer auf. So könnte es in deinem Leben sein. So eine Situation, so eine Atmosphäre, wo es zäh geht. Aber wie beim Grillfeuer. Ein bisschen warten, dann geht die Feuchtigkeit raus. Und dann kann es entzündet werden. Hab also Geduld. Denk nicht immer mit dem Knopfdruck, muss alles sofort sich ändern. Ich schließe mit dem letzten Gedanken über das, was Jesus uns zeigt, wer wir sind durch ihn. Wir sind eine Gemeinschaft voller Lob und Dank. Vers 53, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Eine Gemeinschaft voller Lob und Dank. Das sind wir. Auch wenn wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen, auch wenn wir jetzt nicht körperlich miteinander kommunizieren dürfen. Die Gemeinschaft bleibt. Und ich persönlich leide sehr darunter, dass man in den Gottesdiensten nicht, in den Präsenzgottesdiensten, nicht laut singen kann oder nicht laut singen darf. Laut singen ist so gut. Es tut körperlich wohl. Es tut seelisch gut. Man singt mit den anderen mit. Man hat so eine schöne Gemeinschaftserfahrung. Gemeinsames Singen ist so ein schöner Vorgeschmack auf den Himmel. Und ich sehne mich danach, es bald wieder mit euch tun zu dürfen, im Gemeindehaus. Laut und begeistert. Aber auch wenn wir es jetzt nicht tun können, bleiben wir eine Gemeinschaft. Hier und in Ewigkeit, Corona hin oder her. Dieser Vers, sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott, ist der letzte Vers vom Lukas-Evangelium. Wenn du dich schwer tust mit Bibelversen lernen, lern einfach den letzten Vers, dann kannst du sagen, ich habe alles, ja, ich habe nicht alles, aber ich habe das letzte im Lukas-Evangelium gelernt. Sie blieben alle Zeit im Tempel und lobten Gott, weil das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Wir können nicht Tag und Nacht im Gemeindehaus sein. Wohnen, das geht nicht. Das geht nur in Ausnahmefällen bei Kirchenasyl. Aber wir können überall Gemeinschaft miteinander haben. Auch jetzt zur Corona-Zeit. Es gibt so viele Gelegenheiten zu telefonieren, zu skypen, zu mailen, zu whatsappen, was es da alles gibt. Und ich habe mich so gefragt, wann tun wir das? Tun wir das überhaupt? Nehmen wir Kontakt aus mit anderen aus der Gemeinde? Gar nicht? Oder nur, wenn wir selber das mal brauchen? Oder denken wir auch schon mal drüber nach, ein anderer könnte das jetzt brauchen? Vielleicht einer, der ganz allein ist, der gar nicht in der Familie ist, dem die Decke auf den Kopf fällt. Dann tut das doch bitte in der kommenden Woche. Meldet euch bei jemand, der es ganz besonders braucht jetzt in der Corona-Zeit, dass einfach mal einer sich meldet und sagt, hör mal, ich biete dir Gemeinschaft an. Wie geht's dir? Was tust du? Denn Jesus hat gezeigt, wer wir durch ihn sind. Und das macht uns froh. Und wir dürfen damit auch andere ermutigen.
Amen. Wir wollen miteinander singen, ein Lied, was zur Predigt passt: Ich weiß, wer ich bin. Wer bin ich, dass der König kam und mich empfing? War verloren, doch er nahm mich an, oh wie er mich liebt. Oh wie er mich liebt, bin der Sohn befreit. Oh, ist wirklich frei, ich bin Gottes Kind, ja sein. Frei, voller Gnade hat er mich erlöst. War Sklave der Sünde, doch Jesus starb für mich. Ja, er starb für mich, wen der Sohn befreit. Oh, ist wirklich frei, ich bin Gottes. Sein Kind, denn in seinem Haus ist sein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du erwählst mich und verlässt mich, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du erwählst mich und verlässt mich, durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ja, durch dich weiß ich, wer ich bin. Wen der Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Wenn der Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Ich möchte gerne noch allen Geburtstagskindern der vergangenen Woche gratulieren. Ich gebe euch einen Refrain eines Kinderliedes mit, das ich in der letzten Zeit oft gehört habe. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Zum Abschluss möchte ich mit euch beten. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du uns siehst und kennst. Und danke, dass wir bei dir alles bringen dürfen, was uns bewegt. Ich bitte dich jetzt für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, steh du ihnen bei. Sei bei allen, die alt und krank sind, tröste sie in ihrer Einsamkeit. Bewahre die Kinder und Jugendlichen, die jetzt wieder zur Schule gehen. Lass sie sich nicht anstecken und neue Wellen lostreten. Schenke Zuversicht denen, die wirtschaftlich unter der Pandemie leiden, und Hoffnung, dass es wieder besser wird. Ich möchte dir alle anbefehlen, in den nächsten Wochen in den Urlaub starten. Schenk Besonnenheit, Bewahrung und Erholung. Lass uns alle in der Gewissheit leben, dass du da bist. Amen. Ich möchte euch noch den Segen sprechen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, alles Gute, eine gesegnete Woche.